Hallo, ich bin Laura Jürgens von der Loki-Schmidt-Stiftung und ich zeige euch heute das Wiesenschaumkraut Cardamine pratensis heißt das. Das wächst hier mitten in der Stadt, direkt an der U-Bahn Raues Haus an der Horner Geest. Das Wiesenschaumkraut ist eine typische Brassicaceae, also ein Kreuzblütler. Das sieht man, wenn man in die Blüte hineinguckt. Die sind nämlich wie ein Kreuz, die Blütenblätter sich gegenüberstehend, vier Stück. Also ja, sieht aus wie ein Kreuz. Und ein anderes typisches Merkmal von den Kreuzblütlern sind die Früchte, die hier so ganz bisschen schon angefangen werden auszubilden. Das werden einmal Schoten. Und die Pflanze speziell erkennt man ganz gut an den Blättern. Da muss ich hier mal eins vorsichtig abmachen. Genau, die hat ein typisches Fiederblatt, gefiedertes Blatt. Das ist wie bei einer Feder, dass rechts und links bei der Feder ja die einzelnen Federchen abgehen, sind hier die einzelnen Blattteile, die wirken, als wären sie einzelne Blätter. Das sind eigentlich nur Teile von einem Blatt, das hier ist das gesamte Blatt. Und dann sind hier rechts, links immer die einzelnen Federn sich gegenüberstehend und oben ist eine größere Endfieder. Das ist typisch für das Wiesenschaumkraut. Es können auch mehr Federn sein als nur drei Paare. Das Wiesenschaumkraut blüht immer weiß, kann auch so ein bisschen pinklich überlaufen sein und hat diese relativ großen Blüten, das ist auch ein Merkmal, so 1,5 bis 2 cm sind die groß. Die ganze Pflanze kann bis zu 60 cm groß werden, also echt noch deutlich größer als dieses Exemplar. Ganz interessant beim Wiesenschaumkraut ist vielleicht auch der Name, man fragt sich ja, woher das kommt. Es gibt zwei Ideen, das eine ist, wenn eine ganze Wiese viele von diesen Wiesenschaumkräutern hat, dann sieht es ein bisschen aus, als ob da tatsächlich ja, Schaum auf einem Gewässer wäre. Und mit dem Wind kann das dann natürlich auch so aussehen wie Wellengang, ist ganz toll. Die zweite Idee ist, die Schaumzikaden gehen sehr gerne an diese Pflanze und da sitzen dann auch die Jungtiere dran, die in so einem Schaumnest sitzen, was die Zikaden selber erzeugen, den Schaum. Und ja, dann sind da eben so kleine Schaumbeutel dran und das könnte auch gut den Namen begründet haben. Ein anderes Tier, was auch sehr, sehr gerne an diese Pflanze geht, ist der Aurora-Falter. Das ist die Hauptfutterpflanze für diesen Falter zusammen mit der Knoblauchsrauke. Ich habe mich auch tatsächlich sehr gefreut, dass das Wiesenschaumkraut hier so mitten in der Stadt auf so einer städtisch gepflegten Wiese auch vorkommt. Denn sie ist halt inzwischen etwas seltener geworden und man findet sie sonst eher auf vielleicht Naturschutzflächen, die speziell in die Richtung gepflegt werden. Und das muss auf jeden Fall das Ziel sein, dass es mehr Flächen gibt, die etwas seltener gemäht werden, etwas extensiver also bewirtschaftet werden. Und da kann sich das Wiesenschaumkraut dann auch häufiger mal wieder ansiedeln.